finde ich super, aber wenn es dann einfach so abhaut, dann ist das mega scheiße. Das ist einerseits viel Gold, was da verloren geht, ne? Weil 1000, da braucht man schon eine Weile, bis man 1000 wieder zusammen hat. Und zweitens ist es auch schade, ne? Das Tier. Ich meine, ich mag mein Pferd. Ein oder anderen Septim entbehren. Hochelfen besitzen von Geburt an mehr Magicka als andere Völker. Mit Hilfe der Hochgeborenen-Fähigkeit können sie kurzzeitig Magicka regenerieren. Ja, die sind auch cool, diese Hochelfen. Finde ich schon. Ich war mir ja ganz unsicher. Welchen Elf soll ich spielen? Die Cousine des Kaisers, Victoria Vicky, wird sich bald vermählen. Victoria Vicky. Ja, stimmt, das haben wir ja mitbekommen, als wir auf dem Weg waren, haben sie davon geredet, dass irgendjemand heiratet, die Victoria Vicky. Ja, wenn müsste es hier sein, ne, das Pferd? Manchmal denke ich, vielleicht bin ich ja dieses Drachenblut. Ist es hier? Ach. Boah, da bin ich aber wirklich erleichtert, dass das wieder da ist, weil, Mann, hey, wer weiß, was die so getrieben hat, meine kleine Snow, ne? So alleine auf die Jagd gegangen und hat mich ganz alleine zurückgelassen. So, jetzt gehen wir da mal hoch. Lasst es dort. Bei den Stellen, dann kann sie sich's mal ausruhen und fressen und was auch immer. Und wir versuchen jetzt unser Zeug loszuwerden. Das, was wir halt zumindest noch haben, sind ein paar hundert Gold, mussten wir ja wegschmeißen. Einfach so. Boah, cooler Drache, hä? So. Gut, dass diese Läden gleich hier sind. Jetzt gehe ich gleich mal zu der Nervensäge. Sie sollte jetzt nämlich schon was verkaufen. Ach, was für eine... Werft einen Blick darauf. Bekleidung. Also, das ist ja ihre Bekleidung. Wo war man denn das her? Haben wir das alles erbeutet? Schwarze Magierrobe, wobei wir haben gesagt, ne, die benutzen wir zum Verzaubern. Eine könnten wir aber schon verkaufen. Also ja. Robe der Beschwörung, die könnten wir benutzen. Ja, und die feinen Gewänder, kann ich die nicht verkaufen? Ja, dann schmeiße ich sie aber auch weg. Hey. Dann schmeiße ich die echt weg. Fallen lassen. Nicht. Ah, lasst euren Müll da ruhig dort liegen, wo es euch gerade passt. Ja, tut mir leid. Kannst du ja wieder verkaufen. Du kannst es sicher verkaufen in deinem Gewänderladen. Ne, beim Skewer wollte ich eigentlich nicht vorbeischauen. Beim Zwinkernden. Mögen die Göttlichen euch segnen. Möge der Boden, über den euer Weg euch führt. Das Aromalädchen ist auch nicht das, was ich suche. Ich dachte, dass Abenteurer ein gefährlich aussehender Haufen sind. Wie fühlt ihr euch? Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen.
Redekunst verbessert. Ich weiß nicht, soll ich die verkaufen, aber... Schauen, was sie so hat. Hat schon ein paar geile Sachen, ne? Ja, wahrscheinlich hätten wir hier die feinen Gewänder verkaufen können, ne? Geht mir auf den Sack hier. Ihr seid Paar mit Charme jederzeit willkommen. Ja, danke. So, gehen wir wieder. Wir haben zwar immer noch viel Gewicht mit uns zu tragen, aber... Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal... Schäbige Diebe, betrunkene... So, dann gehen wir da mal hoch. Diesen Nesseldings. Euren überflüssigen Krempel könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Ja, ich weiß. Und irgendwo müssen wir ja dieses Nesseldings abgeben, ne? Finde den Weg. Brüder. Ah, da ist das Dingsbums, wo wir umgelegt wurden, umgenietet von zwei Katzen. Schwert des Roten Adlers, das war ganz... Bringe Nesselfluch zu Danica. Dann gehen wir nach Weißlauf, aber ich nehme natürlich mein Pferd mit. Ich weiß eben nicht, wenn ich jetzt nach Weißlauf reise, ob mein Pferd dann auch da mitkommt oder ob ich mich draufsetzen muss, bevor ich reise. Das sind alles so Sachen, naja, das könnten wir eigentlich testen. Weil jetzt bin ich ja eh nicht mehr so beladen. Mann, die Karte ist so groß. Die ist so groß. Wo ist Weißlauf? Da. Ja. So, Danica. Gleich die Danica.
Blöd, dass man das nicht markieren kann. Wo ist sie denn, die Danica? Schau mal schnell, wenn wir eh schon auf dem Weg sind, wo, ob unser Pferd da ist. Ja, sie ist hier. Das Glück. Lächelt auf dieses Treffen herab. Ich glaube, ich bin da auf dem falschen Weg, ne? Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Ich mache mir Sorgen um... Um wen denn? Dieses Rumgesuche, trotz Karte, ne? Ja, eigentlich müsste es Richtung Drachenfeste sein, ne? Schauen wir mal. Ich laufe jetzt mal da hoch. Ich verstehe diese Karte irgendwie nicht. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturm unterstützen wollen, kriegen sie was. Rechts. Ist die da drinnen? Wollen Graumähnen? Oder Gefährten, was auch immer. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Nee. Wo ist Danica? Verdammt nochmal. Ich will eigentlich zu den Graubärten. Ich wollte nur mal kurz hier vorbeischauen. Da geradeaus zum Tempel. Ach. Wo ist denn der Tempel? Ja. Ja. Nun. Habt ihr diesen elenden Hexenraben Nesselfluch abgenommen? Ich habe euch Nesselfluch mitgebracht. Oh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr wiederkommt. Aber natürlich stimmt mich eure Rückkehr sehr froh. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles Weitere kümmern? Was muss es getan werden? Anschimmers heilige Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Abgeschlossen und bringe Ahnenschimmerharz in deinen Besitz. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer reinreist? Kann ich euch helfen? Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ich folge der Stimme von Thynareth, wo auch immer man sie hören kann.
Ich träume schon seit Jahren davon, Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Ich verspreche auch, nicht im Weg zu stehen. Schließt euch mir doch einfach an, ja, warum nicht? Ihr seid zu freundlich. Gut, komm. Da ist er ein bisschen zwielichtig, ne? Da war ein bisschen komisch, aber... Dann soll er doch mitkommen. Mach keinen Ärger, Spitzohr. Ja, ja, du. Ich zeig's dir gleich. Hast du eine Ahnung, was man mit Spitzohren alles so machen kann? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Schau nur mal kurz nach, ob ich... irgendwas herstellen kann. Okay. Silberbarren haben wir keine mehr, ne? Naja, egal, jetzt gehen wir einfach. Jetzt möchte ich mal was gucken. Ja, die sorgt ein bisschen für Licht, wobei, ja. Aber super, dass das Pferd auch so immer mitreißt, ne? Und dass es wieder zurückkommt, wenn es mal abhaut. Und also die kleine Snow, die ist so richtig kampfbereit, Mann. Also ohne mein Zutun kämpft die, was das Zeug hält. Uiuiui, die Frostspinne. Schnell mal ein Foto von ihr machen, die sieht ja unglaublich ekelhaft aus. Wir sind ja schon ein paar Mal begegnet, ne? Jetzt müssen wir umkehren. Seit wann ist denn da Schnee? Da war doch vorher kein Schnee.
jetzt bewusst so gemacht, oder? Dass man nicht mehr weiter kommt und auch gar nichts mehr sieht. Hier kommen wir nicht raus. Entschuldigung. Aber ich sehe hier auch nichts. Ach. Jetzt müssen wir nach links. Nö, ich glaube, weil links geht es nirgendwo hin, ne? Gehen wir da zurück. Ja, Entschuldigung, Snow, aber ich sehe hier ja auch nichts. Ich dachte, dass hier irgendwie ein Weg hochführen würde, ne? Aber wahrscheinlich müssen wir da eine Runde machen. Boah. Wir sehen ja auch gar nichts, ne? Ah, da ist das Lager. Dass wir hier runter gehen und schauen. Ach. Also ich bin echt am Verzweifeln. Wie soll man denn zu diesen Graubärten hochkommen, Mann? Ich sehe auch absolut nichts. Es ist auch Nacht, ne? Jetzt müssten wir links hoch. Verdammte Fliege, Mann! Ich zerquetsch dich gleich. Ah, da ist ein Weg. Hau ab! Die Kanio, also wenn ich etwas hasse, dann sind es Fliegen. So. Ich würde sagen, schauen wir mal, auf welchen Weg wir hier über... Ja, also das könnte der Weg sein. Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Diese verdammten Kaiser. Ich sehne mich danach, mit meinen Brüdern da draußen gegen das Kaiserreich zu kämpfen. Was macht denn der da mitten im Schneesturm, hä? Also, da ist der Weg. Ich dachte mir schon, hä, was... Ja, wir könnten eigentlich unsere Fertigkeiten verbessern.
keine Ahnung, wo uns das jetzt hinführt, ob uns das jetzt darüber führt oder ob wir irgendwie... schauen wir mal, ob es hier hoch geht. Nee, natürlich nicht. Sind wir jetzt tot oder wie? Das gibt's doch nicht. Wo sind wir denn da überhaupt? Wieder in Weißlauf. Haben wir endlich einen Weg gefunden? Nein, ah, aber es schneit nicht mehr so. Also der ist schon markiert. Ach, Fliege, hau ab! Mann! Ich sehe aber trotzdem nichts. Mal zumindest schneit es nicht mehr so, ne? Eigentlich wollte ich mir auch diesen Baumstamm mal ansehen, wo man da drüber klettern kann, aber Mann, ich möchte jetzt echt mal zu diesen Graubärten. So. Ich hoffe, dass das der richtige Weg ist, aber ich finde auch keinen anderen, ne? Mir nicht vorstellen, hey. Ach Gott. Weil das hatten wir ja schon versucht. Ne, wir folgen jetzt den Weg. Weil möglicherweise kann man diesen Berg irgendwie umkreisen. Also schlimmstenfalls, ja. Nee, also hier gehen wir wieder runter. Ah, ein Reiter. Hallo. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Wo ist es?
müssen Snow wieder hin. Kämpf nicht gegen das Pferd, Mann! Mann, diese blöde Lydia. Spielst dir doch! Boah, ich bin doch dumm. Scheiße. Scheiße, Mann. Mist.